Ja, und ich stehe in der Reihe vor dem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Dort findet ja im September auch eine Landtagswahl statt. Und wie wir gerade gehört haben von unserem Parteienforscher Herrn Niedermeyer, liegt die AfD Mecklenburg womöglich schon kurz vor der Linken in den Umfragen. Macht Ihnen das Angst? Nein, Angst macht uns das natürlich nicht. Also wir haben gute Inhalte für Mecklenburg-Vorpommern, gute Ideen, wollen jetzt die nächsten Wochen, Monate natürlich mit den Menschen ins Gespräch kommen. Ich glaube, was dabei ganz wesentlich ist, dass wir den Leuten zeigen müssen, dass wir die Partei sind, die einen ganz anderen Politikstil hat. Wir reden mit den Menschen, wir hören zu, wir interessieren uns für ihre Sorgen. Das heißt, damit müssen wir voran die nächste Zeit. War die Linke in der Vergangenheit zu wenig Kümmererpartei? Also es wurde ja auch gesagt, die Linke muss sich im Alltag widerspiegeln, die Leute müssen sie wiederfinden und spüren. War das zu wenig? Das sehe ich ehrlich gesagt ganz anders. Vor allem, weil wir ja gerade in den Kommunen vor Ort, in den kleinen und in den großen Gemeinden besonders stark sind. Da sitzen wir in den Vertretungen. Das heißt, wir sind ja jeden Tag unterwegs, nah am Menschen und reden mit den Leuten, was auch das Wichtigste am Politikmachen ist. Deshalb kann ich die Kritik, dass wir irgendwie den Kümmererstatus verloren hätten, gar nicht nachvollziehen. Das erlebe ich selbst auch als Politikerin überhaupt nicht so. Im Gegenteil. Vor Ort kommen Sie ins Gespräch auch mit AfD-Wählern? Interessant ist, dass viele Menschen, die ich kennenlerne, wenn es um politische Gespräche geht oder um die persönliche Meinung geht, sehr oft viele die Haltung der AfD teilen, aber glücklicherweise viele das für sich einschätzen, dass sie diese Partei nicht als wählbar erachten. Und das ist eine Chance, dass die linke Wähler, die kein Vertrauen mehr in die Gesellschaft haben und in den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben, dort abzuholen. Hatte die Linke sich zu sehr oder zu wenig um die Flüchtlingskrise gekümmert, sich da zu wenig, sag ich mal, Profil erarbeitet, sodass sie quasi von der AfD überrannt worden ist? Also, dass sich die Linke um die Flüchtlingssituation auch gerade vor Ort in den Kommunen, was das angeht, in sich nicht oder zu wenig gekümmert hat, das kann ich absolut nicht so sehen. Mit den Genossinnen und Genossen, mit denen ich zusammenarbeite und auch selber in Schwerin vor Ort bin, ist es so, dass man wirklich in der Flüchtlingshilfe ganz aktiv tätig ist, dass eben auch die Mandatsträger, die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Bürgermeister und Landtags- und Bundestagsabgeordnete dort vor Ort selber auch alles Mögliche tun, dass die Situation eine lebbare sozusagen ist, dass es keine Komplikationen in den Flüchtlingsheimen gibt und dass es eben auch Akzeptanz in der Bevölkerung gibt. Aber die Wirkung nach außen hin ist nicht so, dass für die Menschen das auch spürbar ankommt. Wir warten noch auf die Rede von Frau Kipping. Die Wiederwahl steht ja an, zusammen mit Herrn Rixinger. Sind Sie zufrieden mit dem Duo als Führungsduo oder wünschen Sie sich noch ein Personal in Form von Gregor Gysi zum Beispiel? Vermissen Sie ihn? Erstmal muss ich sagen, dass die beiden eine gute Arbeit gemacht haben in den letzten Jahren. Und Gregor fehlt natürlich in der ersten Reihe der Politik, aber er hält sich ja auch nicht zurück mit seinen Wortmeldungen. Und das, was er vor dem Parteitag gesagt hat, das fand ich schon richtig. Also manchmal stelle ich das fest, dass uns irgendwie der Saft fehlt, der Kraft fehlt. Und ich glaube, dass wir eine gewisse Aufbruchsstimmung thematisch jetzt auch brauchen. Die Flüchtlingskrise, die wir ja in den Bundesländern verspüren, oder diese, wenn wir es mal Krise nennen, die bietet ja auch eine Chance für viele Kommunen. Also wenn ich jetzt einfach mal daran denke, an den Wohnungsmarkt. Der Wohnungsmarkt ist, ich komme aus Rostock, ist extrem überlastet. Und die Flüchtlinge haben uns erstmal haben dieses Problem wieder auf die Tagesordnung gesetzt, dass wir mehr Wohnraum brauchen. Und wenn wir mehr Wohnraum für die Flüchtlinge schaffen, dann schaffen wir auch mehr Wohnraum für die Leute, die bereits dort wohnen. Und das finde ich sehr wichtig. Vermissen Sie Gregor Gysi als Politiker, sogar als Schlagwortgeber? Ja, was heißt vermissen? Gregor ist ja nicht weg. Also Gregor wird ja auch noch lange da sein, auch als Ansprechpartner da sein. Und er macht ja auch nach wie vor Politik. Ich selbst gehöre, glaube ich, auch noch mit zu den jüngeren Linken. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass auch mal Politikerinnen und Politiker von uns, die schon so lange aktiv waren und sich ja auch sehr verdient gemacht haben. Und das hat er definitiv. Gregor Gysi ist, glaube ich, sehr beliebt bei vielen Menschen, auch bei denjenigen, die Linke gar nicht wählen. Aber als junge Linke finde ich es natürlich auch gut und kann das verstehen, wenn jemand sagt, so, ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, ich habe jetzt so viel gemacht, ich ziehe mich jetzt mal ein Stück zurück, übergebe das Ruder vielleicht auch an andere, das setzt neue Impulse und das kann ich nur begrüßen. Und Sie fühlen sich nicht saft- und kraftlos? Ich fühle mich gar nicht saft- und kraftlos. Das ist die Stimme aus Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank und Erhard Schärfer sagt Ihnen, wie es weitergeht.